erstellen wir eine neue Datei. Dazu gehen wir über das Hauptmenü zu dem Punkt File und wählen dann New aus. Hier ein Tipp: Falls Tastaturkürzel vorhanden sind, findet ihr sie oft rechts neben dem Menüpunkt. Nachdem ihr New angeklickt habt, erscheint eine Dialogbox, in der ihr alle benötigten Einstellungen eingeben könnt. Hier oben sind Einstellungsvorgaben, wir verwenden die Vorgabe Illustration. Für Animatics wählt ihr die Vorgabe Animation aus. Ihr könnt hier einen Dateinamen eingeben, beim Speichern wird dieser Name übernommen, kann aber auch überschrieben werden. Darunter findet ihr weitere Voreinstellungen. Hier habt ihr die Möglichkeit, eigene Voreinstellungen zu speichern. Als Maßeinheit wählen wir Pixel mit dem Kürzel PX aus. Wir geben folgende Werte ein: Breite 3508, Höhe 2480, Auflösung 300. Das entspricht dem verbreitetsten Format ISO 216, auch A4 genannt, in der Auflösung 300 dpi und sollte auf den meisten Druckern gut funktionieren und auch gut aussehen. Tipp: Dokumenteneinstellungen können jederzeit geändert werden. Ihr findet die Einstellungen unter dem Hauptmenüpunkt Edit und dem Unterpunkt Canvas Properties. Dann einfach auf OK klicken. Noch ein Tipp: Nachdem eine neue Arbeitsfläche erscheint, geht gleich zu dem Menüpunkt Window Hide Title Bar, dann verbindet sich die Arbeitsfläche dynamisch mit den anderen Fenstern.